Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Hier, was hier am Rand so komisch wackelt, ist ein Neutronenstern. Und. Nee, falsche Taste. Das ist die, wo wir gerade sind. Hier ist noch ein schwarzes Loch mit 3,8 Sonnenmasse. Ja, der ist ein bisschen nah dran. Der Neutronenstern ist ein bisschen weiter weg. Aber ja, sonst gibt es hier nichts. Und wir machen uns direkt auf den Weg. DA-Stern. Okay. Ich habe keinen Filter drin, insofern. Ja, wir sind mittlerweile auf knapp 1600 Lichtjahre über der Ebene. Hier tummeln sich immer noch einige Neutronensterne und weiße Zwerge und schwarze Löcher und was auch immer. Wir sind gerade auf dem Weg zu diesem Nebel, der seit einiger Zeit über unserem Gebiet ist. Der halt dort ist. Nicht nur seit einiger Zeit, seit immer. Dem wollen wir noch Besuch abstatten. Aber ich glaube, nee, das wird nichts mehr. Mehr noch. Oh Gott, mehr noch ein paar Sprünge. Oh, nur noch 5. Ach nee, ha, stopp. Das ist ein Zwischenbookmark. Da habe ich irgendwie, glaube ich, die CN-Sterne, damit ich irgendwas zwischendrin hat. Habe ich schon markiert. Glaube ich. So, kann es euch gleich auf der Karte noch zeigen. Ja. Dann hauen wir sie erstmal weg, was wir hier finden. Also, schon mit einem Nachhole vom System oder Wiederanfliegen von den wichtigen Systemen, da bin ich durch. Ich habe die ganze, was ist die ganze? Hoffentlich, also die wichtigste Riesensterne und in dem Gebiet, da war ja innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Sprünge war da ja sehr viel. Und die habe ich wieder geholt, also die zwei G-Überriese, die zwei rote Überriese, blauer Überriese, das war schon wieder in unserer Datenbank. Der oder die große Eiswelt bei dem Neutronenstern, die haben wir wieder. Insofern ist es okay. Oh, Moment, da ist noch was. Und ja, deshalb sind wir jetzt auch ja bei diesem Sektor hier. Naja, bestimmt nicht ganz, wir sind schon wieder im anderen Namenssektor, aber den Bereich, wo wir hier sind, für uns offiziell abzuschließen. Und zwar mit dem Besuch von dem Nebel. Dann geht's weiter in der Reise. Auch mit Carrier diesmal. So. Lass uns mal gucken. Na. Na. Ist nix. Ein K-Stern, das ist gut, können wir auch auftanken. Okay. Ja, das soll reichen. Ach herrje, C und D. Oh, 5300. Was? Das war alles in der Nähe. Da kann hier nichts hin. Unmöglich. Weil wenn was so nah am Hauptstern ist, dann da ist hier nichts. So, zack. Ja, der ist auch unter den Dreh. Neuer persönlicher Rekord. What? What? Was ist denn hier so rekordverdächtig? Größter Radius bei einem braunen Zwerg.
Und größte Sonnenmasse beim braunen Zwerg von Typ Y. Interessant, dass wir da wahrscheinlich mit einer C oder D irgendwie so in der Sinn. Verstehe das doch nicht. Ach doch, D. Die D ist es. Doch. Oh, hier ist auch einiges. Oh, Schwefeldioxidatmosphäre. Warte mal eben. Hier ist terraformierbar. Jetzt so furchtbar weit weg. Moment. Mir tun gerade mal B anvisiere. Natürlich, das ist direkt drin dran. Dann sind wir mal vorbei. So, B6 und B7 wäre interessant. Eventuell ist sogar B7 das erste. Ja, genau. Also für uns am nächsten. So, mir Scanner war zuerst mal hier fertig. Moment mal, da können wir gerade schon mal Gas geben. Jetzt gucken wir mal. So, hier ist nichts dann, genau. Hochmetallhaltige Welt, terraformierbar, genau. Kohlendioxid 1 könnte man eventuell sogar. Schwefeldioxid 1, was haben wir dann hier? Okay. Hochmetallhaltige Welt, Schwefeldioxid, nichts, nichts, nichts. Da unten ist dann auch nichts mehr. Und dieser braune Zwerg ist mein größter und schwerster. Interessant. 0,039 Sonnenmasse und 0,143 Sonnenradie. Interessant. Interessant. Ja, und ich würde sagen, wir landen auf deinem Planeten auch. Nimm mal mit, was wir dort kriegen. Ach genau, haben wir noch ganz kurz Zeit für die Karte. Hast du? Nur einer. So, und hier habe ich also was markiert. Sein CN-Stern, gerade um den Spaß, dass ich was markiert habe. So, Moment, zoome ich mal raus. Dann hier ist auch irgendwas, noch ein CN-Stern und dann sind wir hier. Upp, am Nebel. Was bist du? Nur MS, okay. Ich dachte mal, wenn wir so zwei Zwischenstationen haben, ist doch ein bisschen angenehmer, als wenn man in so Strecke durchfliege. Das andere ist B6. Ach, guck mal. Das ist auch gar nicht weit weg. Dann, das ist hier gut. So, da warten wir mal, was wir hier angezeigt kriegen an Biosignale. Ich vermute ja nur Bakterien, aber da fangen wir einfach mal damit an. Irgendwie so passt, denke ich.
Flight engaged. Gerade, dass das jetzt sehr uneben aussieht, so ist es hellblau. Naja, ist egal, wir machen noch vier. Ja, so furchtbar riesig ist unser Raumschiff jetzt auch nicht. Komm, fliegen wir einfach. Das passt doch. Egal, einfach hier ohne. So riesig ist die Aspe nicht. Die macht sich manchmal dicker als sie ist, aber ansonsten. So, da. Bacterium aurasus, okay. Blau-grün. Ja. Das sind die 1 Million Bakterien, oder? Egal. Mit irgendwas muss man da anfangen, nur mal machen. So, warte mal, wir machen hier gerade noch ein Mo. So. Bild. Oh ja. Sonne am tief am Horizont oder ja, so tief ist es nicht, aber sie steht so, dass es schön aussieht. Ist doch schon mal was. Bakterien. Na? Daneben wäre ein paar. Ach, komm mal, da noch.
aufpassen, nicht ans Raum. Oh, nicht ans Raumschiff dran fliehe. Gib Kopf wie. So, mit dem Planet wären wir fertig. Jetzt müssen wir auch, denke ich, direkt diese Richtung. Das passt dann wohl schon. Weil die Nummer 6, die war ja auch ziemlich in der Nähe. Jo, das ist okay. Und gucken wir mal, ein bisschen Glück ist es eventuell sogar ein Stratum. Aber wahrscheinlich eher nur Bakterien, aber egal. Hole mal so halt mit, ganz einfach. So. Brauchen halt ein bisschen, bis wir aus dem Anziehungsbereich vom Planet wechseln. Ja, das sollte ja relativ fix gehen. Ja, und dort die Bakterien hat man auch Gott sei Dank relativ schnell gesammelt. Weil da haben wir dort nur noch 4 Sprünge. Ja. Nächste Folge. Keine Ahnung, ob ich es noch zum Nebel schaffe. Vielleicht, weil ich mache hinterher noch ein paar Sprünge, denke ich. Langsam mal ein bisschen die Schubregler zurückdrehen. Sieht mir jetzt ein bisschen grau aus. Okay, gut. Atmosphäre wird nicht so sonderlich dick sind dann. Naja, wohl jetzt besser sich so ein bisschen. Ich dachte schon, ja, wollten sie irgendwie so eine Art Höllenwelt unterjubeln. Bakterien oder Stratum? Wahrscheinlich eher Bakterie. Naja. Jo, naja, dann halt Bakterie, auch gut. Okay, das ist irgendwie unregelmäßig.
Und hier wahrscheinlich wieder unser geliebtes Bakterium Cerberus, könnte ich mal vorstellen. Oder? Oder ist das der Tela? Bakterium Tela Magenta. Okay. Naja. Hat das sogar ein bisschen. Oder? Ist das jetzt 1,6 oder 1,9? Ich vergesse das immer. Hallo? So. Auch den Farbtyp Magenta kennen wir schon bei den Bakterien. Hupsa, war das hier? Ah, guck mal, hier ist schon direkt. Millionen sogar. Sehr schön. Mal wieder verstruff, okay. Ah, nicht ganz gut. Die sind noch gut. Ach, da vorne steht mal drauf. Eieieiei. Wieder Flurschade angerichtet. So, dann lieber in diese Richtung. Da links ist so ein bisschen, naja, da landet sich nicht so schön. Und dahin viele Bakterien. Wunderbar. So, Probe im Sack. Haben wir da auch noch mit Anfang gemacht. Ich hatte heute mal nicht so viel nachzuholen. Mit Biodata. Gut, dann würde ich sagen, mir Hans für heute. Ich wünsche euch dann noch ein schönes Wochenende. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.